Hallöchen, meine Bärchen, und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Deponia. So, ich glaube noch nicht, dass es das Ende ist, aber wir haben alle Goals überreden können, dass wir sie doch operieren müssen. Und jetzt müssen wir irgendwie hier wieder rauskommen, beziehungsweise das unorganisierte Verbrechen aufhalten. Und dann draußen die Widerstandskämpfer auch noch. Ich denke erst einmal, dass wir mit ihnen reden sollten. Alles klar bei euch? Ach so, der Knebel. So, jetzt besser? Ja, alles super. Na, dann kann ich ja wieder gehen, richtig? Ja. Naja, ein bisschen Hilfe könnten wir hier schon gebrauchen. Ach. Was genau ist passiert? Sie kamen aus dem Nichts. Naja, genauer gesagt kamen sie durch die Tür. Ach was. Sie haben uns einfach überrumpelt und gefangen genommen. Ich glaube, sie sind hinter den Aufstiegscodes her. Glaubst du? Naja, haben sie, auch sie sagten vorhin Sachen gesagt. Wie, wo sind die Aufstiegscodes und so? Ich habe versucht zu erklären, dass das im Moment nicht möglich ist. Sie wollten nicht hören. Irgendeine Idee? Leider nein. Mir sind sozusagen die Hände gebunden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Hände gebunden. Auch das. Vielleicht hat Lady Goal ja eine Idee. Ihre Datasette liegt noch im Implantat. Okay. Dieses Element an Donners Schläfe. Ist das eigentlich auch ein Implantat? Ja, ich habe es selbst eingebaut. Echt? Wieso fragst du? Ich glaube, ich habe einen Plan. Hol lieber noch eine zweite Meinung ein. Du hast nicht zufällig noch eine Fernbedienung für Donner? Hey, natürlich. So eine habe ich tatsächlich. Sie müsste in der Schublade da drüben liegen. Aber damit es funktioniert, müsstest du ganz nah ran. Oh, das schaffen wir schon. Habe ich eine Wahl? Nope. Nein. Nicht wirklich. Ich versuch mal was. Ich würde dir ja die Daumen drücken, aber die Fesseln und so. Kein Problem. Hey, was soll... Ob wir das wieder machen müssen? Wo haben wir die Datasette denn? Oh, Schublade. Ich darf doch, oder? Passt rein. Das heißt ja. Noch zwei Fernbedienungen. Zwei? Klasse. Die sollten etwas Schwung in die Bude bringen. Mal gucken. Warum bei der einen klebt ein Etikett auf der Unterseite. Hey, da steht Donner drauf. Das sollte nützlich werden. Perfekt. Und die andere? Nanünana. Das ist doch die Fernbedienung, die mir Zukunftsrufus vorhin in die Hand gedrückt hat. Die zu Liebold gehört. Offenbar habe ich einen Plan. Ich weiß es nur noch nicht. Gut, machen wir die mal wieder zu. Nicht, dass die... Ich wollte gerade sagen, nicht, dass die auffällt, aber naja. Psst, Goal! Rufus, endlich! Du musst uns hier rausholen. Ich arbeite dran. Dann arbeite schneller. Immerhin hast du mich auch in diesen Schlamassel reinmanövriert. Ah, du bist also Lady Goal. Und du bist gleich Lady Rufus, wenn du dich nicht beeilst. Ich komm... Ja... Was genau ist passiert? Sie waren plötzlich einfach da. Doc hat versucht, mich zu verteidigen. Fast wie ein echter Gentleman. Leider war es komplett sinnlos. Sie waren zu dritt und bewaffnet. Oh... Geht es dir gut? Ja, wir machen hier gerade ein Picknick. Echt? Echt? Gibt's auch Pfannkuchen? Das war Sarkasmus. Ich weiß. Schade. Also keine Pfannkuchen, richtig? Doc hat erwähnt, dass Donna auch so ein Implantat hat. Worauf willst du hinaus? Naja, wenn ich nur kurz deine Datasette entfernen könnte... Untersteh dich! Komm schon, gib mir die Datasette. Nimm deine dreckigen Griffel von meinem Implantat. Hast du heute nicht schon genug Schindluder mit meinem Bewusstsein getrieben? Tja, ich hab dich ganz schön durcheinander gebracht, was? Dum dum. Champagner. Das mag Lady Goal. Nanu, seit wann hat Doc denn Champagner in seiner Praxis? Was? Wo? Sorry, Goal. Oh Mann, Lady Goal ist so einfach. Du wirst mir später dafür danken. Dankeschön. So. Die Bolzfernbedienung Donners. Können wir die verbinden? Ja. Sehr schön. So wollen wir es haben. Weg damit.
Wie sieht der Plan aus? Oh, der Plan ist bereits vollständig umgesetzt. Wir sind zumindest theoretisch im Besitz der Zielperson. Bravo. Und wie gedachtet ihr, aus der Nummer wieder rauszukommen? Für diesen Punkt entwickelt Donner gerade einen neuen Plan. Gegen diese Vorgehensweise ist eigentlich nichts einzuwenden. Eigentlich. Okay. Hey, Donner! Psst! Donner muss nachdenken. Wozu? Bislang hat sie es auch ohne geschafft. Wie war das? Mich verlangt es nach einem Melonensaft. Ja, mich auch. Aber ja. Wir werden wohl vorerst hier genau. Drin bleiben. Auch wenn das heißt, dass wir verdursten müssen. Da ist so Eis. Lass das Eis wieder schmelzen und dann habt ihr was zu trinken. Hey, ja. Was tust du da? Netter Körper. Okay. Nur die Augenklappe könnte beim Zielen stören. Nicht! Beim Zielen? Oh, was? Nein, stört kaum. War das nötig? Hattest du eine bessere Idee? Ja. Zu spät. Naja. Das ist so nie im Leben Lady Goal. Haben wir eine Sorge weniger. Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen überwältigen. Alles, was wir brauchen, ist ein neuer... Sag es nicht. ...Plan. Ich spüre, wie sich ein Geistesblitz zu mir vorarbeitet. Es liegen Genialitätspartikel in der Luft. Benutze Staubsaugermotor mit Kaugummi. Vielleicht später. Muss es denn immer ein komplizierter Plan sein? Ich dachte, klar. Das gefällt dir an mir. Du verwechselst mich mit Krawallgoal. Krawallgoal? Natürlich. Ich habe doch Liebolds Fernbedienung. Langsam kommt alles zusammen. Mein Vergangenheits-Ich legt Krawallgoal in Liebold ein. Die überwältigt dann Janosch, während ich mich um Garlef kümmere. Und zack, schon sind wir draußen. Aber war Krawallgoal nicht von Janosch begeistert? Können wir nicht einfach auf demselben Weg raus, auf dem du reingekommen bist? Nein, das geht nicht. Wegen der Zeitkohärenz und Temporal-Dingsis und so. Ah, es ja. Ist kompliziert. Das ist es immer, nicht wahr? Das erkläre ich dir noch. Wir müssen jetzt erst einmal Krawallgoals Datasette finden. Hier, nimm die so lange. Hey, Astrein. Du machst dich langsam. Zum Affen, ja. Vertrau mir einfach. Befreie du die anderen. Ich kümmere mich um die Rebellen. Vorher nehme ich mir aber noch eine Knarre mit. Alles klar. Und ich bekomme Donners Fernbedienung. Wenn's dich glücklich macht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee sowas ist. Das wird episch. Ich finde nicht, dass das wie Lady Goal ist. Und? Was ist jetzt mit deinem grandiosen Plan? Ich arbeite dran. Lady Goal hätte doch keine Leute erschossen. Liebolds Fernbedienung. Und warum ist das jetzt nicht so wie vorhin bei Donners? Das ist irgendwie... Hehe, endlich habe ich auch eine Knarre. Und wer ist jetzt der Bessere, hä? Blöder Zukunftsrufus. Schnucki, in 2 Sekunden wirst du zum Zukunftsrufus. Zukunftsrufus. So. Reden ist heute nicht mehr gut für mich. Eigentlich. Oh, Liebold. Ups. Was ist denn hier los? Du schon wieder? Ja, wer sonst? Weißt du zufällig, ob das unsere Zukunft ist? Unsere Zukunft? Rufus, so leid mir das auch tut. Aber für uns gibt es keine Zukunft. Ach ja? Dann pass mal auf. Ich werde schon dafür sorgen. Keine Zukunft. Das war irgendwie beängstigend. Was ich hoffe, jetzt da kommt los? Noch eine Pointe nach. Kann ich die schon irgendwie... Was? Okay. Muss ich so raus? Ah, okay. Wir müssen so raus. Hey, aufmachen! Ich bin's, Rufus! Oh, oh. Das müsste jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Ich sollte lieber aufmachen. Sonst bringe ich noch die ganze Zeitkausalität durcheinander. Ah. Ja. Könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt.
Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Puh, gut, okay, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein kleiner Fehler und ich hätte einen invaliden Zeitstrahl erzeugt. Aber was passierte als nächstes? Als nächstes haben wir das Portal geöffnet. Man sollte eh nicht in der Vergangenheit leben. Und das machen wir mit den Elektroden. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Okay. Ah. Hier vielleicht? Na, dann wollen wir doch mal. Ah. Also. Cool. Und jetzt? Warten. Da ist er. Na endlich. Was Hallöchen. Brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Jetzt diese spannend. Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Mannen in Ruhe. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder okay. Du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Oh, warte. Erinnere mich. Du denkst an... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Bettnässer Phase von ihm eher gesagt habe. Aber ich meine, er hat Zwiebelzubel gesagt. Zwiebelzubel. Voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel, das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Zukunfts-ich, alte Socke. Genau. Ja, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Sehr gut. Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah, ist das etwa eine Knarre? Nein. Das haben wir doch irgendwie schon mal gehört. Stimmt, mach's sonst. Das ist ganz... aber danach... Ja, gut. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Dir schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. Alles klar. Was für ein Held. Aus mir wird ja noch was. Für ein Trottel. Für aber wen hält er sich eigentlich? Wir sind aber doch vorhin nicht durchs Portal gegangen. Das kann jeden Augenblick zur vollen Stunde schlagen. Und dann bin ich bereit. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein wenig Geduld. Und darin bin ich unschlagbar. Geduld. Aber wir sind davor nicht durchs Portal gegangen. Wir sind durch die Tür gegangen. Ich habe keine Geduld. Ich warte lieber, bis sie reinkommen. Und das passiert, sobald die Uhr die volle Stunde geschlagen hat. Was ja nicht mehr allzu lang dauern sollte. Oh, die Uhr. Was ja nicht mehr... Verdammt, ja, ja. Zeit. So, das reicht jetzt aber. Schlag endlich. Na los, schlag endlich. Aua. Hast du das auch gehört? Die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Und mitten auf die 12. Zeit für deinen Auftritt, Galef. Muss das wirklich sein? Jetzt stell dich nicht so an. Sonst gewinnst immer du beim Schnickschnack-Schnuck. Weil sonst geht es auch immer nur darum, wer neue Tipps holen geht. Versuch dich nicht rauszureden. Einer für alle. Und das bist heute du.
Rufus? Was treibst du hier? Es gibt eine Planänderung. Die Aufstiegscodes bleiben bei Goal. Du stellst dich gegen den Widerstand? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf der Titelseite des Blattes, das sich soeben gewendet hat. Was zum... Ladehemmung? Tja, Pech gehabt. Ja. Oder so. Rufus. Ah, sehr gut. Du hast es alleine geschafft. Komm mit, es ist noch nicht vorbei. Warte mal. Aber, Goal, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Naja, wollen wir nicht warten, bis du wieder in Form bist? Na, was soll's. What? Ew. Du musst dich dringend rasieren. Komm. Es ist vollbracht. Ich hab doch gesagt, dass... Doc, warum seid ihr noch gefesselt? Lady Goal sollte euch doch befreien. Hat sie aber nicht. Sie ist durch das Portal in die Zukunft entwischt. Oh, sie ist... No. Was? Kein Problem. Krawall Goal ist noch draußen, in Liebolds Körper. Sie wird Lady Goal zur Vernunft bringen. Das war nicht Krawall Goal. Das war die Reinigungsdatasette für meinen Videorekorder. Die anderen beiden Goals stecken noch in der Maschine. Liebold hat nicht mal ein Implantat. Aber die Fernbedienung... Sehr schön. Ach du dicker Vater, das hieße ja... Rufus, was hast du mit Kalev gemacht? Und mit Liebold? Der Arme ist ganz verstört. Eine Verwechslung. Ich... Hey! Goal, was soll das? Es tut mir leid, Rufus. Ich fürchte, ich muss noch eine weitere Änderung an deinem Plan vornehmen. Was für eine Änderung? Ja, es ist auch kompliziert, wie alles, was mit dir zu tun hat. Du verursachst nichts als Chaos. Aber dafür bin ich nicht gemacht. Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Oh, komm schon, was soll denn das jetzt? Mach auf! Bemühe dich nicht. Die Tür bleibt verriegelt. Ich brauche ein bisschen Vorsprung, wenn ich Cletus finden will. Cletus? Was? Warum? Wovon redest du bloß? Wir wollten doch zusammen nach Elysium. Die Welt retten und so. So einfach ist das aber nicht, Rufus. Du kannst nicht alle im Stich lassen und gleichzeitig der Held sein. Es ist unmöglich. Unmöglich ist mein zweiter Vorname. Genau. Es reizt dich, nicht wahr? Du willst immer das Unmögliche. Darum wirst du auch immer unzufrieden bleiben. Du kannst nicht mit nach Elysium, Rufus, weil du Deponia in dir trägst. Mach es gut, Heldenbaby. Aber, Moment. Oh je. Aber was ist mit deiner Operation? Wir müssen dich doch wieder zusammensetzen. Wozu? Damit die Zweifel wiederkommen? Nein, danke, Rufus. Aber Cletus ist ein Schnösel. Cletus ist kein schlechter Mensch, Rufus. Doch, ist er. Zumindest nicht schlechter als ich. Und bestimmt nicht schlechter als du. Doch. Ich bin tausendmal besser als dieser Lackaffe. Zumindest willst du das sein. Ich habe dir verziehen, dass du mein Bewusstsein gespalten hast. Dass du mich angelogen hast. Dass du mich immer wieder in Gefahr gebracht hast. Und ich habe... Du bist immer vorgelaufen. Verziehen, ...dass er meine Erinnerung löschen wollte. Jetzt musst du mir verzeihen. Aber wir wollten doch zusammen die Welt retten. Das gilt vielleicht für Krawall Goal und Baby Goal. Aber ich bin weder so naiv noch so abenteuerlustig. Ich will einfach nur nach Hause, bevor es zu spät ist. Aber ich will doch mit dir nach Elysium. Willst du das wirklich? Ich weiß, dass du etwas beweisen willst, weil du im Schrott aufgewachsen bist. Weil nie jemand an dich geglaubt hat. Aber würde es dir wirklich gefallen, dein Ziel zu erreichen? Keine Abenteuer mehr? Keine weiteren Pläne? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, dass es auf Elysium auch viel zu kaputt machen gibt. Also, wir werden uns da nicht langweilen. Aber wo ist das Problem? Warum können wir nicht einfach Deponia retten und trotzdem zusammen nach Elysium gehen? Weil es sich gegenseitig ausschließt, Rufus. Tut es nicht? Ich weiß, dass ich das hinkriege. Du weißt eben noch nicht alles. Hast du dich jemals gefragt, warum Deponia gesprengt werden soll? Was hat denn das damit zu tun? Einfach alles. Elysium
ist nicht das Paradies, für das du es hältst. Es ist nur ein Vehikel, ein Raumschiff, um Deponia ein für alle Mal hinter sich zu lassen, um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Aber Utopia ist fern. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, genug Energie zu erzeugen, um Elysium dorthin zu katapultieren. Die Sprengung Deponias. Was? Was war das? Elysium ist was? Ein Raumschiff? Hast du es jetzt endlich verstanden? Wenn Deponia nicht zerstört wird, wird Elysium bald zurück auf den Planeten stürzen. Wir können nicht ewig ohne einen Heimatplaneten leben. Aber Deponia ist kein Ort, um zu leben. Das wissen wir beide. Was ist denn so toll an diesem Utopia? Es gibt frisches Gras, blauen Himmel, klares Wasser. Kurz, es ist nicht Deponia. Elysium ist also ein Raumschiff. So ist es. Die Väter bauten Elysium, um Deponia zu evakuieren. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Leider reichte der Platz nur für einige wenige. Sie konnten nicht alle mitnehmen. Warum passiert das alles jetzt? Elysium wurde nicht konzipiert, um ewig in der Atmosphäre zu schweben. Der Organon hat Jahrzehnte gebraucht, um die nötigen Sprengtürme zu bauen. Sie sind um den ganzen Planeten verteilt. Nun ist alles bereit. Ulysses Leute haben den Zeitplan eingehalten. Elysium muss jetzt starten. Andernfalls wird es auf den Planeten zurückfallen. Also das würde ich jetzt nicht so schlimm finden, dafür, dass Deponia dann überleben würde. Was wäre, wenn der Ältestenrat wüsste, dass Deponia bewohnbar ist? Ich weiß es nicht. Ein Teil von mir hat immer geglaubt, sie würden die Sprengung abblasen. Aber das war die naive Goal. Okay, ich glaube, ich habe alles verstanden. Aber... Was aber? Aber es muss doch einen Weg geben. Es gibt sogar zwei. Einer führt nach Elysium und von da aus weiter nach Utopia. Der andere Weg endet hier auf Deponia, wenn wir ihn denn überleben. Ich habe mich entschieden, Rufus. Jetzt bist du an der Reihe. Dann wird es halt etwas Arbeit, na und? Ich habe mich entschieden, Rufus. Es tut mir leid. Dann lass uns zusammen Deponia retten. Ich habe es dir doch erklärt. Deponia zu retten wäre das Aus für Elysium. Es würde als weiterer Müllberg auf dieser Müllhalde von Planet enden. Aber ich kann so nicht leben. Wer könnte das besser verstehen als du, Rufus? Es muss doch eine Möglichkeit geben, beides zu vereinen. Vertrau mir, ich krieg das hin. So wie du mich auch wieder hingekriegt hast? Ich will doch nur eine zweite Chance. Du hattest deine Chance, Rufus. Deponia hatte seine Chance. Manchmal sind die Dinge so kaputt, dass sie sich nicht mehr reparieren lassen. Behalt ruhig die anderen zwei Datasetten. Da sind nur Zweifel und naive Ideale drauf. Wo ich jetzt hingehe, kann ich die nicht gebrauchen. Ich muss mich beeilen. Donners Tauchboot wartet. Wenn ich bis übermorgen nicht mit Cletus in Porta Fisco bin, wird es zu spät sein. Viel Glück, Rufus. Aber... Was für eine Frau. Spinnst du? Sie wird uns alle umbringen. Ich finde sie lässig. Vor allem ist sie scheinbar der Teil, der die Aufstiegscodes kennt. Wir müssen sie aufhalten. Aber wir sind eingesperrt. Binde mich erst einmal los, dann fällt uns bestimmt etwas ein. Es gibt immer einen Ausweg. Alles klar. Das musst du mir nicht sagen. Oh, Zwischenmusik. Oh, grausames Karma, so nah am Ziel war Madame wiedermals Zweifeln zum Opfer gefallen. Und sie ließ Rumpfus mit Frust und zwei Drittel ihres Bewusstseins alleine und suchte nach seinem Rivalen. Aber wenn ihr jetzt echt glaubt, dass das Rufus schwächt, ja, dann könnt ihr ihn schlecht, denn ein echter Hero kommt erst danach zu allen Farb. Nein, nein, aber get on now! Schon allein wegen, weil muss ja und so. Hussa, weil muss ja und so. Diese Musik ist so genial. Und es ist so laut. Huch. Farben haben sich aber ganz schön verändert.
Wusch! Oh, der Drache. Da bist du ja. Bereit zur Jagd? Janosch, wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würde auch gern an vorderster Front kämpfen. Scheide an Scheide, wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin? Aber leider ist das unmöglich. Ich hab meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nicht groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du? Darum werde ich ebenfalls nach Bordavisko reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Kampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Basage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten. Direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Viel Glück. Danke. Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Wenn du in Bordavisko bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeikommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfer der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst es. Niemand konnte sich richtig merken. Tja, du, Janosch, ich muss jetzt wirklich... Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Oh, sei nicht so fies. Na endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Portavisko. Also sollten wir dahin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilung vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Und bis dahin ist Donner über alle Berge. Nein, danke. Ich sage Isla Obacht. Bozo ist der Kapitän. Und er ist auch für Fisco, nicht wahr? Also, meinetwegen können wir auch zur Polkappe fahren. Hauptsache, ihr einigt euch langsam mal. Genug. Ich entscheide, wo es lang geht. Rufus, das ist nicht die Navigation. Das ist mein Ohrhaarentferner. Okay. Anscheinend haben wir schon wieder eine Idee und wir müssen irgendwas machen. Das machen wir ja aber beim nächsten Mal. Wir haben eine ziemlich lange Folge heute. Und es wird höchstwahrscheinlich nicht pünktlich am Mittwoch online kommen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Dafür sehen wir uns am Samstag wieder oder eventuell auch schon früher. Wer weiß, wer weiß. Das werdet ihr dann aber sehen, wenn alles online ist oder etwa nicht. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.